awesome. Es läuft so ganz gut. Rex war jetzt sogar tatsächlich heute mal die erste Herausforderung, wirklich. Weevil war mehr so ein Umschubser. Marco haben wir zu Tode gebasht. Ja, wirklich, der hat nicht mal angefangen zu reden, aber tot. Ja gut, wir haben den Beauftragten verloren und wir haben die Ente verloren. Wir haben also ein bisschen was verloren gehabt in dem, ne? Es hat so alles so seine Vor- und Nachteile, das ist schön. My breast and tie. Okay, nice. Was braucht man denn gegen Wind? Wald. Ah, ich brauch Dreck. Hararara, wo hast du das Outfit denn her? Das ist doch nicht dein normales Outfit, my booby time. Oder kriege ich jetzt schon wieder Probleme mit der NSA, weil ich an ihre Deckbox will? Ihr versteht, was ich meine. Was? Also bist du doch noch gekommen, Yugi. Hallo, Mai. Glaub nicht, dass es dir helfen wird. Deine Figur ist okay, Mai ist 24, gut. So wie du es im Königreich der Duellanten gemacht hast. Sehr witzig, Yugi. Aber du solltest inzwischen wissen, dass ich keine Tricks brauche, um zu gewinnen. Ich habe dieses neue Spiel studiert, damit ich dich besiegen kann. Du hast studiert? Lass uns mit dem Duell beginnen, Yugi. Gut, ich akzeptiere deine Herausforderung. Das wird witzig. Ach du Scheiße. Ah, shit. Kommt's mir nur so vor, da gibt's hier eine Menge Ort, wo man längs muss. Das Feld wirkt so riesig. So, das Problem ist, jetzt fehlt uns natürlich der Beauftragte und unser Turbovogel. Wir brauchen Waldmonster. Skellengel ist immer gut. Dann... Das Problem ist, wir müssen jetzt selber raten. Lavas und Feuermeer. Immer gut. Wir nehmen den einen Kakerlakenkrieger mit. Wir nehmen... Du hast nicht wirklich viel... Du hast 300 Power, also du... Ne? Warte mal, was ist... Wasser. Aber wir nehmen auf jeden Fall kein Wasser mit. Gut. Wir lassen Wasser zu Hause. Dann nehmen wir den zweiköpfigen Rex. Wir nehmen Babydrache. Weil Babydrache ist auch flink. Wir haben immer noch mehr als genug über. Können also uns sogar. Wir können eigentlich richtig reinhauen. Kobold. Und wieso bist du so teuer? Ohne Scheiß, so gut bist du gar nicht eigentlich. Ha, das muss ich noch verstehen. Zeitzauberer. Ist nicht sonderlich stark. Er hier aber auch nicht. Du hast so eine schlechte Bewegung, ne? 2-1. Ja, es ist... Was mit dir? 2-1. Ich nehme dich nochmal mit. Du hast immer ganz gut Glück gebracht, eigentlich. So, dann wollen wir doch mal. Ich stelle mich mal hier hin. Gut, manuelle Platzierung bitte. Wir schicken nämlich Baby Dragon an die Front, dass ich das Ding noch mit am schnellsten bewegen kann. Zusammen mit... Du kommst hier hin. Weil wir müssen schnell versuchen, den hier, den Kakerlakenkrieger da nach vorne zu kriegen. Relativ schnell.
Dich braucht man jetzt nicht so dringend. Außerdem bist du hinten eh lieber. Ah, hier. Skelle-Engel kommt hier in die Backline. Und Lavas kommt hier hin. Ja. So, jetzt müssen wir uns natürlich darauf einstellen, was sie hat. Feuer, Wind, Wind, Feuer, Wind, Wind, Feuer. 7. War jetzt 7 gezählt? 3, 4, 7, ja. So, bin ja mal gespannt. Lass uns hoffen, dass das ein ehrenhaftes Duell wird. Das von dir, Mai. Und zeig mir mal, was hast du? Ah, so ein Schilddrachen. Und Feuerschnecke. Ich meine, klar, hast du Feuermonster. Ich werde all meine Kräfte. Sabbel nicht, Yugi. Redest dich immer um Kopf und Kragen. Babydrache. Ne, müssen wir mal gucken, was kostet. Das ist generell alles ein bisschen teuer von den AP her. Ist also nicht so schlau gewesen, glaube ich. Babydrache, der ist schnell vorne. Dich können wir jetzt nicht beschwören. Ich krieg sowieso keine zwei mehr. Doch, ich könnte zwei rauskriegen, aber das wäre Blödsinn. Ne, lieber so. Gut, gut. Ich kenne keine Gnade, Yugi. Das ist okay. Ich bin zwar mehr der Kuschelfreund, aber gut. Ach, guck mal, das Ding habe ich auch. Was ist das? Ah, das ist so ein pissiger Feuerjunge. Okay, 317. Ich finde es immer schade, dass es nur diese zwei Sichtstufen gibt. Sehr weit und nicht so weit. Du bist teuer, Junge. Ich muss echt mehr auf meine AP achten. Das ist ein teurer Spaß, den ich mir hier angelacht habe. Der Kobold hat eine Fähigkeit gelernt? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, gucke ich gleich mal. Was koboldet mein Kobold denn jetzt? 400. Fähigkeit tatsächlich. Hier, Finsternissort. Damit kann dein Order des Finsternisses 10% erhöht werden. Ah. I just do darkness. Darkness consumes you und so. So, hauen wir mal ein kleines Bossmonster raus. Hauen wir mal unseren Feuersniper und Lavas raus. Okay. Warte mal, wie weit kannst du dich bewegen? 4! 1, 2, 3, 4. Du kannst bis hierhin. Ich lass meine Leute erstmal da. Wie wär's damit? So, in etwa hier. Und Ende. Du kommst mit nach vorne. Und das war's. Was denn jetzt? Ich hoffe doch, dass es ein Sogenfeld gibt. Der Wind weht stärker, der Effektrate umgehen wenn Wind. Ach, die Scheiße. Okay. Das
Sie ist noch nicht mal so weit. Ich bin jetzt schon auf 500. Bitch. Ja. Das ist ein schöner Drache, aber er ist jetzt ein bisschen abgekapselt von dem Rest deiner Truppe. Und pass auf, wie die gleich auf der Nase kriegt. Maximum Power. Du hattest jetzt nichts Neues, ne? Doch, hier, Feuerort. Die Effektrate von Feuerland ist in Reichweite um 10% erhöht. Oh, wow. Wow. Okay. Wie viel? 42. Boah. Okay. Okay, warte mal. Dich kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Nee, dich kriege ich hier nicht zum Angreifen. Was mit dir, Kobold? Richtig beschissene Platzierung. Es sei denn, ich bewege mein... Ja doch, wenn ich meinen Drachen bewege, dann ist das geil, ist es sogar machbar. Das heißt, wir werden den komischen Drachen, der da rumlungert, jetzt schon los wahrscheinlich. Doch, easy. Easy. Ja, ja, das mit der Fähigkeit, das macht schon Sinn, aber das brauche ich ja gerade nicht. Babydrache ist eigentlich so fucking adorable, ne? So, das war einmal. Und pass auf, wie das Ding jetzt gleich nochmal auf der Nase kriegt. Okay. Don't be so suggestive. Und das dürfte jetzt nämlich... Ja. Hab mir fast schon gedacht. Ein Problem weniger von der Liste. Ha, ich werde dich schon noch kriegen, Yugi. Viel Spaß bei der Arbeit, ne? Wie bewegst du dich? Diagonal 2. Das heißt, du könntest hier hin. Greifst aber geradeaus 2 an. Also bleibst du hier. Den habe ich bewegt. Ende. Und das war's. Okay. Ich glaube, heute Nacht ist Ladies Night. Aha. Dann aber bitte mach eine Kamera an dabei. Oh, süß. Du willst meinen... Das tut sogar ziemlich weh. Dafür aber wieder einen deiner Viecher hier mitten in die... In die Kampfzone schicken? Rabiat. Alter, das Ding ist ja voll mordlustig. Hui. Schmerzen? Ist das eine dicke Harpie oder was ist das? Keine Ahnung, was das für ein Monster sein soll. Na, sie hat auch kein Bossmonster. Was hat sie für komische Monster? Will ich jetzt mal sehen. Was sind das für Monster, die sie hat? Ah, das sind Harpien! Die Statue sieht nur merkwürdig aus. Ist das eine fucking Bombe? Jigen Bagudan ist eigentlich eine Bombe. Ja, sie hat ihre Schnecke einfach mal vollkommen trostlos hier zurückgelassen. Das Ding... wird höchstwahrscheinlich sterben. Ich muss nur gucken, ob ich das irgendwie richtig hinkriege. Dass es wirklich stirbt, das Ding. So, warte mal. Das können wir auch so regeln. Ja, Mensch. Bist du besser als die Bombe? Ja, genau. Du fängst an, mich zu nerven. Es reicht langsam. Oh.
Schnuggi, daran musst du dich mal bei mir gewöhnen. Das hat meine Ex-Beziehung auch gesagt. Du müsstest vielleicht mal aufhören, deine Monster schlicht und ergreifend in Suizidmission zu schicken. Nur mal so nebenbei. So, warte mal, das Ding konnte sich wieder 4 bewegen. Ah, ne, das ist er hier. Und er kann sich 3 bewegen. Schön mal noch in Sicherheit bleiben. Okay. Na, was hast du vor? Richtig. Bewegt sich genau in meinen Schmerzradius. Das Problem ist, jetzt haben wir hier tatsächlich ein paar viele Viecher. Jetzt müssen wir also mal gucken. Ich werde all meine Fähigkeiten. Yugi, sabbel nicht. Ja, wir haben zu tun hier. So, warte mal. Wald ist gut gegen Wind. Das heißt, wenn wir dich hier hinjagen, gegen ihn hier, machst du Mad Damage. So, bleib aber erstmal locker. Dann, was können wir mit dir? Dich könnten wir direkt eine Harpie fressen lassen. Das wäre guter Damage. Yugi, es ist nicht höflich, eine Dame warten zu lassen. Du kommst gleich übers Knie. Ich weiß nicht, ob du auf so einen Shit stehst. Ich nicht wirklich. Aber genug über Präferenzen, ja? Schaso als Mackie. Die Stunde hat gekniffelt. Okay, das war schlecht. Ich bleibe einfach wohl bei IVE got you in my schlecht. Alufe Doppelpunkt 3. Alufe, vielen Dank für deine Spende. Du fängst an, mich mit deinem Hafen zu langweilen. Ah, shit. Ich lass den Kobold da erstmal. Das ist gerade ein bisschen voll hier. Ah, dass der Drache eventuell drauf geht, das liegt sogar wahrscheinlich ziemlich nahe. Aber wenn ich es gut hinkriege, bleibt am Ende nur noch die 2 Harpien. Wenn überhaupt. Also erstmal kümmern wir uns hier drum. Ein Baby dran schicken wir das Laia auch noch in die Front. Ja, ich denke mal, ohne Opfer werden wir hier nicht durchkommen. Dafür sind die Harpien von ihr zu schnell. Die können sich ziemlich flink hier bewegen. Irgendwie 3 Felder können die sich bewegen. Face frontal. Das ist das Ding hier das kleinere Problem. So behandelt man doch keine Lady. Ey, ich hab gesagt, ne? 4 sogar, das Ding ist noch schneller. Also outrun können wir die Dinger jetzt sowieso nicht mehr. Das Einzige, was uns jetzt also noch übrig bleibt, ist kämpfen. Damit können wir es zerstören. Und bei dir können wir einfach Schaden anrichten. Jetzt ist die Frage. Du kostest mich 83. Was könnte ich mit dir... Noni! Zu viel Mimimi von my XD. Es ist nicht höflich, eine Dame warten. Ja, danke, Echo. Vielen Dank für die Bits. Ach, den Dings können wir erstmal hier lassen. Mai, ich konnte dich gerade nicht wegdrücken. Dein Gesabbel war zu omnipräsent. Ja, weglaufen können wir eh nicht. Also von daher... können wir auch kämpfen. Komm. Alter Mai, halt die Fresse, ja? So. Yay, Babydrache ist ein Level up. Na doch, Level 2. Jetzt müssen wir mal gucken.
Yugi liegt in Führung. Ja. Stolz auf Führung. So. So, ich will ja wenigstens meine Viecher beschworen haben, ne? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ja, ich glaube auch, ich brauche nur noch den Zeitzauber Level 2 und dann könnte ich mir einen alten Drachen machen, den 1000 Drachen. Den will ich sogar, ehrlich gesagt, weil, so wie ich das verstanden habe, kriegen wir den denn quasi wirklich als Kapsel. Und das habe ich mir eigentlich schon gedacht, dass das passieren wird. Das will ich jetzt aber auch sehen. Ich hoffe, du liebst Überraschungen. Denn ich habe eine großartige für dich vorbereitet. Eine offene Bluse? Okay, sorry. Nein, 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 nein. Oh, das ist die zensierte Harpien-Version. Oh, Manno. Dive Kick! Was denn? Man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Wobei, nicht im Stream bitte, dann habe ich nachher noch mehr Probleme. Ja, überlebt der Babydrache das? Ja, Granna. Shit, das... Und der Motorboat. Ja, Riptus versteht mich. Riptus versteht. Mit Mai auf einen schönen Ausflug auf einem Motorboot. Ich weiß doch nicht, was ihr schon wieder denkt. Ihr seid aber auch manchmal echt, ne? Also, Leute. Ich war unkonzentriert. Ich will eigentlich meinen Babydrachen hier wegkriegen. Sollte eigentlich... Okay, das Ding kann nur diagonal angreifen. So, wie machen wir das jetzt am allerschlauesten? Ups. Also, wir haben... wo kann der Kobold jetzt gerade was machen? Der Kobold kann sogar gut was machen, das gefällt mir. 75 nur. Ist nicht viel, aber es ist etwas. Minus 50. Alter. Auch minus 50. Dieser Wind, ne? Bleib ich dann... Ne, dann bleib ich lieber hier hinten. Ich werde ja nicht mal mit einer Harpie hier gerade fertig. Alter. So behandelt man doch keine Lady. Nee. Ich bin ein Motorboot. Wie viel Schaden machst du hier? Eigentlich ganz gut. Sie hat noch 6 PP. Du machst 144 an ihr. Jetzt ist die Frage, wenn wir den Kakerlakenlord hier hinschieben, killen wir wenigstens eine. Ja, komm. Dann killen wir wenigstens eine. Ist besser als gar nichts. Du fängst an, mir mit deinem Hafen zu langweilen. Ich wünschte, mein kleiner Drache könnte zweimal angreifen. Aber solche Wünsche werden mir nicht gewährt. Wer der Boss dieses Bereiches ist... Also wir haben jetzt hier Mai Bubitein, wir hatten Rex, wir hatten Marco, wir hatten Weevil. Wenn ich jetzt so die Liste von unnötigen Side-Characters durchgehe, dann bleibt eigentlich nur noch Bandit Keith. Bandit Keith, Bones. Bones können noch eine Sache sein. Auch wenn ich Bones irgendwie überhaupt nicht anerkenne.
nur sinnlos, die hier noch hin und her zu schieben. Aber immerhin sind sie alle offen. Ihr habt nämlich Angst, dass wenn, ne, wenn sie nicht offen sind, dass sie da keine Erfahrung für kriegen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Er hat noch, sie hat noch Jiggen Juggen Juga. Da geht mein Babydrache, richtig? Das habe ich befürchtet. Das heißt, wir können erstmal kein 1000 Drachen machen. Ich hoffe, du liebst Überraschungen. Shit. Ja gut, ist nicht schlimm. Wir müssen sowieso den Zeitzauberer erst noch ein Level hochkriegen. Das kann eh noch dauern. Und er, Jiggen Bagufuck, ist sowieso in der beschissenen Position, irgendwas zu machen. Was ist, wenn wir dich direkt... Ist so gut wie gar nichts. Warte mal, dann würde ich eher sagen... Guck mal, dich können wir hier hinsetzen. Und du greifst ihn hier an. Das ist sogar Damage. Das tut sogar weh. Ja, also 1000 Drache wird noch warten müssen. So behandeln. Weil Baby Drache ist jetzt erstmal außer Gefecht, leider. So schade das auch gerade ist. Nee, komm. Ich wollte doch hier, ne? Angreifen. Ist auch nicht genug. Ich schätze mal, ich werde auch nicht nochmal genug zusammenkriegen, ne? Eigentlich muss ich nur entscheiden, wer kriegt jetzt den Kill an der Harpie. Ich glaube, es wird mein Feuersniper sein. Einfach weil er schon overpowered genug ist. Boom. So, und hier greifen wir auch noch mit an. Einziger Verlust ist tatsächlich der Babydrache. Also wir machen uns eigentlich gar nicht mal schlecht aktuell. So, jetzt bin ich mal gespannt. Machst du jetzt mit Jiggen Bagufuck noch was? Oder... Ich meine, das Ding kann sie... Es kann angreifen. Das will ich sogar sehen, wie das Ding angreift. Come on. Wer sich auf welchem Level befindet. Nein, um Himmels Willen. Achso, Moment. Nee, warte. Wer sich auf welchem Level entwickelt oder fusionieren kann. Nicht wirklich. Fusion eventuell wäre schon gar nicht mal schlecht eigentlich. Damit ich weiß, auf welche ich hinarbeiten kann. Aber eigentlich möchte ich es... ich weiß nicht. Krieg, selber rauskriegen tut man es nicht wirklich, ne? Oh. Ein Konstrugelt. Aber ich denke mal schon, dass es ganz gut ist eigentlich, das zu wissen. Ja, den Kakerlakenkrieger, der braucht die Erfahrung. Sofern er das Ding überhaupt killen kann. Ja, kann er. Das wird dir den Rest geben. Aber sie hatte auch kein wirkliches Bossmonster. Sie hatte auch nur Harpien. Ach, Yugi liegt in Führung. Ich hab gewonnen, Bitch. Und rate mal, wer sich gleich deine beiden Harpien krallt. Richtig. Ich. Weil die Dinger können sich einfach mal vier Felder bewegen. Da wird sogar die, da wird sogar meine Ente neidisch bei. Zu verlieren. Nein, es gibt nur eine, nämlich man verliert. Entweder man ist völlig am Boden zerstört, oder man sieht das Ganze als Chance für einen Neuanfang. Ich werde aus dieser Niederlage lernen. Das ist eine dritte Option. Damit ich in Zukunft schlagen kann. Und am Ende werde ich meinen Traum verwirklichen. Oh. Ich habe mit aller Kraft gekämpft und ich weiß, du hast das Gleiche getan. Das war eine ausgezeichnete Partie. Easy.